Gdüsch. Zum Thema Bau, ich habe ein bisschen was vorbereitet, nicht? Typisch, dass wir hier schon mal einnehmen. Was? Nee, nee, nee. Wir reden über Baustellen. Ja, ja, aber das ist ein Klischee, dass das heute nicht mehr so ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist tatsächlich so. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog von Cytrust Secure Technologies. Ich bin Christoph Schomberg und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Und da ist er auch schon, Gerhard Schaub, IT-Leiter der Habau Group. Guten Tag, hallo. Herzlich willkommen. Toll, dass Sie da sind. Haben Sie gut hergefunden? Gerne. Ja, gut. Okay, super, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, wollen wir nicht, können wir auch du sagen, oder? Ja, warum nicht? Okay. Ich bin der Christoph. Ja, okay. Gerhard. Gerhard, als IT-Leiter im Bauunternehmen, hast du wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun auf so einer Baustelle, oder? Na ja. Schaufel, Bagger, Mörtel, zack, fertig. Wozu brauche ich da IT? IT, naja, wir sind in der ganzen Planungsphase, in der, auch in der Angebotsphase, in diesem Bereich ist sehr viel IT involviert. Ja. Und natürlich dann auch auf der Baustelle, natürlich dann auch, weil die Baustelle, man braucht Informationen auf der Baustelle. Ja? Und diese Informationen sind wichtig für die Bauabwicklung, sage ich mal so, ganz allgemein. Und da ist natürlich die moderne Kommunikationsmittel spielen eine große Rolle. Und da ist es wichtig, dass die IT ins Spiel kommt. Läuft eher im Hintergrund, also eine Baustelle hat ja eigentlich eher einen Geräuschpegel von einem Heavy-Metal-Festival und die IT ist lautlos. Das ist eine neue Qualität. Kommt die lautlose Baustelle? Nee. Frag ich jetzt als besorgter Bürger irgendwo auch, ja? Nee, kommt die, nicht, die, trotz die, der IT die, nicht. Nee, ist gut, genau. Es wird weiter. Dann wird es nach wie vor Hämmer geben. Ja. Okay. Planung, Koordination, das heißt, kann man Maschinen koordinieren mit IT oder geht es hauptsächlich um die Planung, um die Kommunikation unter den Bauleitern, dass der Bauleiter irgendwie da in seiner Bauleiterbude am Tablet sitzt? Sowohl als auch. Also all diese Dinge sind machbar, wird immer mehr. Ja. Wir sprechen auch davon, dass wir Drohnen einsetzen, Drohnen? Ja, um Baubestand sozusagen aufzunehmen. Das Gebäude wird fotografiert und über diese Fotos werden dann Modelle berechnet. Das ist ja schockierend, wie in einem Thriller mit Will Smith. Aber das ist jetzt inzwischen die Realität. Und was auch die Realität ist, und ich habe ein bisschen was vorbereitet, ist das Thema IT-Sicherheit. Die Cytrust hat für euch das Moxis Toolkit zur Verfügung gestellt. Das hast du mit deinem Team integriert in einzelne Abläufe bei der Habau. In die bestehenden Anwendungen. Wir haben das in unserem Notes-Mail integriert und damit steht es jedem Mitarbeiter zur Verfügung. Ja. Damit signieren wir interne PDFs. Ja. Das läuft aber nur im Büro, das läuft jetzt nicht auf der Baustelle? Das läuft auch auf der Baustelle. Also kann auch auf der Baustelle PDFs unterschreiben, direkt in seiner Maildatenbank, beziehungsweise wir haben es in bestimmten Abläufen, haben wir einen Workflow hinterlegt, wo dann diese PDFs zur Unterschrift vorliegen. Es gibt eine eigene Unterschriftenmappe, eine elektronische Unterschriftenmappe, die wir da auch gemacht haben, wo dann die Mitarbeiter ihre Dokumente, die für sie zur Unterschrift bereit liegen, gesammelt vorliegen. Okay, und dann kann unterschrieben werden, einzeln oder im Stapel. Und perspektivisch kannst du dir vorstellen, dass das noch weiter ausgerollt wird im Unternehmen? Also ich bin überzeugt, die elektronische Unterschrift ist, wir reden ja schon lange davon, es gibt schon sehr lange, aber jetzt ist die Zeit reif. Schlagwort Digitalisierung, auch die Geschäftsführung auf höchster Ebene, das ist angekommen, man möchte die Prozesse beschleunigen. Und ein großer Vorteil oder ein großer Treiber dazu ist auch der letzte Schritt dann, wenn der Vertrag fertig ist, dass dann nicht mehr ausgedruckt wird und dann die einzelnen Personen zugestellt wird zum Unterschreiben, sondern dass die dann auch auf ihrem Schreibtisch dann elektronisch unterschreiben können. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage aus Anwohnersicht. Ja. Wenn die Prozesse beschleunigt werden durch den Einsatz von IT, wird dann die Baustelle auch schneller fertig? Das kann ich mir dann nicht mehr so vorstellen. Ja. Okay, gut. Warten wir es ab. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese wirklich einführenden und informativen Worte zum Thema IT auf der Baustelle. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Videoblog von Cytrust Secure Technologies. Tschüss. Bitte schauen.